Muttersprache-Podcast, der USA-Auswanderer-Podcast. Mein Name ist Monique Menesi und ich bin Host dieses Podcastes. Ja, aber zuerst einmal auch eine richtig klassische Auswandererin. Mit meiner Familie und der gewonnenen Green Card ging es 2014 in dieses Abenteuer. Fast forward, 7 Jahre später habe ich hier 3 Firmen gegründet, mir ein ganz großes, tolles Netzwerk aufgebaut und natürlich diesen Podcast. Ja, und auch mein heutiger Gast ist so ein richtig verrückter Auswanderer. Zu Gast habe ich die Janina Reimann. Janina ist mit ihrer Familie in 2004 und auch der gewonnenen Green Card aus Hamburg ins Texas Gainesville ausgewandert. Sie wurden begleitet von der Serie Goodbye Deutschland in den letzten 17 Jahren. Und Janina erzählt uns, wie die Auswanderung für sie war, wie deutsch sie noch ist. Und ja, den Rest erfahrt ihr einfach, wenn ihr hier dran bleibt. Ich kann euch nur versprechen, das wird ein ganz tolles Interview und die Janina nimmt uns wirklich mit, ja, in ihr Leben. Also bleibt dran und viel Spaß dabei. Deine Monique. Herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast. Heute habe ich Janina Burnett zu Gast, alias Janina Reimann. Hi Janina, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, liebe Janina, du lebst in meiner alten Heimat in der Portland-Metro-Area. Wie geht's dir? Wie ist das Wetter heute in Portland? Regnet's? Es sieht tatsächlich aus, als wenn es gleich anfängt zu regnen. Wobei eigentlich jetzt die gute Zeit anfängt, oder? Sag mal, ja. Fühlst du dich wohl in Portland? Ja, wir finden es hier total schön und sind auch sehr froh, dass wir hierher gezogen sind. Also wirklich schön hier. Ja, du bist ja auch so ein typisches Auswandererkind und ja, auch ein bekanntes Auswandererkind, wenn man das mal so sagen darf. Du bist 2004 mit deiner Familie nach Texas ausgewandert. Kannst du dich noch so erinnern, das ist ja noch schon eine Weile zurück, aber wie das so war, als deine Eltern gesagt haben, wir haben die Green Card, wir gehen jetzt nach Amerika? Wir waren im Urlaub in Texas und haben einen Freund von meinen Eltern besucht. Und da hatten sie sich eigentlich schon, glaube ich, entschieden, dass sie da gerne hinziehen möchten. Sie hat sich halt für die Green Card beworben und haben sie dann auch bekommen. Hat das beim ersten Mal gleich geklappt? Hat gleich beim ersten Mal geklappt. Oh, genau. Also wirklich, wirklich Glück gehabt. Und mein Bruder und ich, wir waren eigentlich auch ganz begeistert davon. Wir waren halt im Urlaub in Texas und fanden das auch super. Richtig, also wir waren so im Country-mäßig, also Cowboy-Hüte, Cowboy-Stiefel, also alles, was man sich so unter Texas vorstellt eigentlich. Und waren da eigentlich auch gleich davon begeistert und haben auch gesagt, finden wir toll, auszuwandern. Ja, wie war das dann? Ihr habt dann die Green Card, man hat die ja dann nicht sofort, das ist ja dann noch so ein bisschen Prozess. Habt ihr das so alles richtig miterlebt oder wie ging das? Also war das so eher, wir machen jetzt einen langen Urlaub oder war dir damals schon auch so ein bisschen klar, okay, das ist jetzt für immer, ich lasse jetzt hier alles zurück? Ja, also mit dem ganzen Papierkram und so, da hatten wir gar nichts mehr zu tun. Ich war 17, als wir ausgewandert sind, da hatte ich wahrscheinlich ganz andere Sorgen gehabt. Wir haben halt alles verkauft oder weggegeben und halt eingepackt. Also es war wirklich, war schon ein bisschen komisch, weil es hieß halt wirklich Tschüss sagen. Ich glaube, meine Eltern hatten gesagt, sie geben 1-2 Jahre, um das Haus in Deutschland zu behalten, einfach nur aus Sicherheit. Und aber ansonsten war es halt so, ja, wir steigen jetzt ins Flugzeug und kommen erstmal sozusagen nicht mehr wieder. Und wir haben halt Tschüss zu unseren ganzen Freunden gesagt. Und meine beste Freundin hatte die 2 Jahre vorher in Malaysia gewohnt und ist an dem Tag, bevor wir ausgewandert sind, nach Hause, also nach Deutschland wiedergekommen. Hatten wir halt noch so einen halben Tag zusammen und dann sind wir weggezogen. Krass, ne?
Ja, kann ich mich so richtig, kriege richtig Gänsehaut irgendwie. Dieses, also was mir so schwer fiel, nicht für mich, sondern für meine Kinder, war dieses Tschüss und für immer. Das hat bei mir, ich glaube, ich habe so viel geheult wie noch nie in meinem Leben an dem letzten Tag und habe echt gedacht, was tust du deinen Kindern an? Deswegen habe ich mich so unglaublich gefreut, mit dir dieses Interview zu führen, einfach mal zu hören, weil meine Kinder reflektieren das ja jetzt noch gar nicht, aber einfach so von dir mal zu hören, was macht das so mit Kindern? Ist das wirklich so sofort, yes, neues Abenteuer? Oder hat man da so schon ganz tief in sich mal so diesen Gedanken, ach Mensch, was haben meine Eltern mir jetzt hier angetan und ich habe so Heimweh und ich vermisse meine Freunde? Oder wie war das so in der ersten Zeit für dich? Also ich erinnere das jetzt eigentlich gar nicht mehr so, dass wir oder dass ich zumindest traurig wirklich drüber war. Oder klar haben wir halt Freunde vermisst. Oder halt für ein paar verschiedene Sachen, also Sachen aus Deutschland oder so. Aber also eigentlich war ich da schon sehr, ja, also froh drüber. Also nicht froh drüber, ich habe mich gefreut. Und vielleicht ist es auch ein bisschen abenteuerlustig gewesen, weil meine Eltern sind ja auch so. Und war natürlich schwierig am Anfang. Du warst ja auch schon 17, ne? Also wie ging das in der Schule? Kannst du dich da noch so erinnern? Man lernt ja in Deutschland schon recht früh Englisch. Und ich habe dann aber immer lustigerweise gedacht, ja, okay, das brauche ich eh nicht. Muss ich jetzt nicht so viel Mühe geben. War dann halt blöd, als wir dann nach Amerika gezogen sind. Ich bin dann mit meinem Wörterbuch in der Highschool rumgelaufen, und wenn ich was nicht verstanden habe, was am Anfang eigentlich recht viel war, habe ich den Leuten einfach mein Buch in die Hand gedrückt und habe ihnen gesagt, sie sollen mir die Wörter so raussuchen. Aber da mein Bruder und ich ja beide in der Highschool waren, hatten wir wenigstens uns in der Schule. Also in der Mittagspause konnten wir dann auch uns zusammensetzen und ja auch mal miteinander reden, weil wir konnten ja jetzt nicht so viel Englisch, dass wir wirklich mit den anderen Kindern da auch viel reden konnten. Das war mehr so Nicken und Grinsen und immer Ja sagen. Ja, naja. Kannst du dich erinnern, wann sich das so verändert hat? Hast du so ein Gefühl dafür, wie lange das gedauert hat, bis das weg war, dieses Gefühl und dieses so alleine sitzen mit deinem Bruder in der Mittagspause? Es ging eigentlich recht schnell. Also ich glaube, in den ersten paar Monaten, also da wir ja wirklich viel in der Schule waren, also tagsüber, ging das mit dem Englischlernen eigentlich recht schnell. Und also ich weiß nicht, ich würde mal sagen, fünf, sechs Monate, und dann waren wir eigentlich schon wirklich so, okay, wir verstehen jetzt alles, wir können uns verständigen. Und dann, dann ging es eigentlich echt gut. Ja, und die Mentalität in Texas ist auch, glaube ich, sehr welcoming, oder? Ja, jeder war super, super freundlich. Manche haben so einen heftigen Akzent, den man überhaupt nicht verstehen konnte am Anfang. Es hat sich immer angehört, als wenn sie den ganzen Mund voll irgendwas haben und geredet haben. Das waren halt schon ein paar lustige Momente dabei. Das glaube ich. Wir waren ja in Southeast zuerst, und die haben ja auch einen sehr special Accent. Ich musste so lachen, wir waren jetzt kürzlich am Grand Canyon, und da hatte ich so ein Ehepaar aus Southeast neben mir, und die quatschten mich an und wir redeten. Und das war aber so ein Stückchen wie nach Hause kommen, mit denen zu sprechen, einfach nur aufgrund dieses starken Akzentes, ne? Also das macht schon auch ganz, ganz viel aus. Ja, eure ersten Jahre waren ja auch ein bisschen crazy, oder? Das war ja auch schon so ein bisschen erstes Haus, umziehen, Haus bauen. Also ich glaube, so bei deinen Eltern wird es ja auch gar nicht wirklich so langweilig. Wie war denn das so in deiner heranwachsenden Phase? Also du warst ja schon wirklich so Teenager, fast erwachsen. Wie war das für dich, dieses doch häufige Wechseln und Verrücktheit verglichen mit eher konservativen Familien vielleicht in Texas? Also für mich war es jetzt eigentlich irgendwie nicht ungewohnt, dass wir halt nie stillsitzen, weil meine Eltern sind halt jetzt nicht so diejenigen. Meine Eltern haben ein Haus gekauft, und dann haben sie
ein Grundstück an einem See ein paar Jahre später gekauft und dann da haben wir dann halt das Haus, das Leuchtturmhaus gebaut. Ja, weiß ich nicht. Bei uns ist halt immer irgendwas los, auch wenn es nicht irgendwie was Großes ist, aber ja, stillsitzen war halt nie so das, was bei uns gemacht wurde. Mhm. Du hast dann im Studium deinen Mann kennengelernt. Was hat der denn so gedacht von euch? Ich habe bei Komen dann in der Uni getroffen und es ist jetzt nicht irgendwie, was ich jemandem sofort erzähle. Also klar, dass ich erst war schon kommen. Klar, das hört man ja auch meistens auch. Aber jetzt nicht, dass wir im Fernsehen oder so sind. Das fand er auf jeden Fall sehr interessant und konnte sich das auch irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, glaube ich. Ist halt dazugekommen und dann, wir sind jetzt auch schon so lange zusammen und ja, jetzt ist es eigentlich auch normal für uns beide, dass wir halt auch mal ab und zu halt im Fernsehen zu sehen sind oder halt filmen. Das ist ja hier so, wenn ihr euer amerikanisches, euer Burnett-Leben lebt, wahrscheinlich auch gar nicht so ein großer Unterschied wie jede normale Familie. Wenn du aber dein Reimann-Leben lebst, ist das doch ja schon krass, oder? So in, dass jeder dich kennt, dass jeder eigentlich alles über euch weiß und irgendwie dich auch kennt. Also wie ist das so für ihn? Wie ist das auch für dich? Und wie lebst du so diese zwei Rollen quasi? Hier weiß es ja kaum einer oder halt Freunde, klar. Aber es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt hier irgendwo rumlaufen und Leute erkennen uns. Obwohl ab und zu passiert das, aber wirklich nur ganz selten. Aber wenn wir nach Deutschland gehen, dann passiert es halt schon öfters, dass uns jemand anspricht oder halt uns irgendwas fragt, was sie halt im Fernsehen gesehen haben, wo wir natürlich nicht drüber gesprochen haben mit denjenigen. Ich finde es eigentlich ganz lustig, weil wir haben hier, wie du auch schon sagst, unser normales Leben und ein paar Mal im Jahr filmen wir halt und sind dann halt wieder im Fernsehen zu sehen und aber normalerweise sehen wir hier oder treffen wir hier jetzt nicht so viele Deutsche, die uns erkennen. Obwohl wir waren einmal bei IKEA in Texas, also in Austin und wir haben die Sachen ins Auto draußen eingeladen und da kam jemand an uns vorbei, der hat mich auf Deutsch angesprochen, der hat da gearbeitet und gesagt, brauchst du Hilfe mit dem Einladen? Und da habe ich ganz baff nur nee, danke, und bin weitergegangen. dann habe ich das Cohen halt erzählt und er fand es total lustig und meinte so, meinst du, der kennt dich aus dem Fernsehen oder meinst du, es ist nur, weil du deutsch aussiehst? Weil Cohen sagt immer, ich sehe deutsch aus und er wartet immer noch auf den Moment, wo jemand sagt, ich habe sie nur auf Deutsch angesprochen, weil sie deutsch aussehen. Er ist zu diesem Mann nochmal zurückgegangen und hat ihn gefragt. Nein! Ja, und? Was kam da raus? Und er hat gesagt, er hat uns beide erkannt. Ja. Also es war nicht, weil ich deutsch ausgesehen habe. Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, dass gerade deine Familie war ja so die allererste Familie, die von Goodbye Deutschland quasi auch begleitet wurde und wahrscheinlich auch die bekannteste, oder? Die so nachhaltig eine eigene Show gekriegt hat und so. Ja. Also das ist natürlich schon eine unheimliche Präsenz, ne, in Deutschland. Und ja, von daher ist das, glaube ich, schon relativ wahrscheinlich, wenn dich jemand auf Deutsch anquatscht, dass der euch kennt. Ja. Das glaube ich schon, ja. Ja, aber ich finde es ganz gut, dass es wirklich nur in Deutschland ist und dass wir hier unser, so sagen wir mal in Anführungsstrichen, normales Leben halt haben. Mm, ja, das kann ich mir vorstellen. Was ist denn so, wie geht denn so dein Mann mit deiner deutschen Art um? Also wie findet der das denn? Also wir sind ja manchmal speziell, wir Deutschen, ne? in vielen Belangen. Merkt er das? Erkennt er das? Sagt er das? Oder wie reflektiert ihr das manchmal? Führt das auch zu Problemen manchmal? ich weiß jetzt gar nicht, ob es da irgendwas gibt, was er so täglich oder so öfters mal so als Unterschied sieht. Das sind halt
ab und zu sage ich mal vielleicht was, was irgendwie, weiß nicht, was ich halt direkt übersetze. Zum Beispiel ein Wort, da hat er sich beim ersten Mal halb tot gelacht, ist, als ich gesagt habe, ich habe einen Ohrwurm, dass ich einen Earworm habe. Und dann hat er mich ganz entsetzt angeguckt und hat gesagt, was hast du? Naja, wenn man halt ein Lied im Kopf stecken hat. Naja, also soll ich. Versteht er Deutsch oder versteht er mittlerweile? Ihr seid ja lange auch schon zusammen. Versteht er Deutsch? Er versteht ein bisschen. Also er kann normalerweise, versteht er, um was es geht. Also er kann jetzt nicht vielleicht unbedingt sagen, wo, was genau gesagt wird, aber er weiß so, um was es geht normalerweise. Sprichst du denn eigentlich Deutsch mit deinem Sohn? Ja, ich spreche nur Deutsch mit Charlie. Ja gut, dann lernt er natürlich dadurch auch noch mal ein bisschen jetzt, ne? Seit genau, ihr dann euren Sohn habt, ne? Ja, und Charlie sagt manche Wörter, versteht er, glaube ich, auch wirklich nur oder fast nur, also besser auf Deutsch. Und das hat Komen auch gemerkt und sagt dann auch diese Wörter auf Deutsch zu Charlie selber. Klar, weil du natürlich mehr Zeit auch mit ihm verbringst, ne? Dann genau. Ist das natürlich ganz, ganz logisch. Jetzt seid ihr ja seit 17 Jahren oder so im Fernsehen. Wie bist du auch so mit Hate umgegangen? Also ich kann mir vorstellen, dass da nicht nur, also ich glaube, dass ihr wahnsinnig tolle und treue Fans habt, aber bestimmt auch nicht nur, oder? Gab es da auch mal schlechte Rückmeldung oder, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, also es gab schon ab und zu mal Kommentare von Leuten, also was halt irgendwie, was halt irgendwie blöd war. Aber da habe ich eigentlich, also vielleicht die ersten Kommentare, die ich so mitbekommen habe, das hat mich so ein bisschen beschäftigt, weil ich halt auch, theoretisch kennt man uns, die Leute kennen uns ja nicht. Und das fand ich halt am Anfang auch so, ihr wisst doch gar nicht, wer ich bin oder wie ich bin. Man sieht ja nur, es wird ja nur gesehen, was im Fernsehen gezeigt wird. Dabei jetzt nicht. Und das wird natürlich auch zusammengeschnitten und auch genaue Situationen runtergebrochen und so weiter. Genau. Ne? Ja, und als ich Charlie dann bekommen habe, da waren noch ein paar Kommentare. Da war ich dann, das hat mich dann auch sehr beschäftigt, weil dann ging es halt auch um Charlie, um mein Kind. Und da waren halt auch aber zu Kommentare dabei, die ich wirklich nicht schön fand oder nicht nett fand, die ich auch, was ich niemals zu jemandem sagen würde. Also vor allen Dingen als erste Mama, als erste Mal Mama sein, dann braucht man sich nicht solche Kommentare anzuhören. Was glaubst du, wo kommt das her? Ist das Neid oder was glaubst du? Ich weiß es nicht. Es gibt ja immer Leute, die denken, sie machen das alles am besten und nur so ist es gut. Und das waren dann wohl solche Leute. Aber wie du ja auch sagst, wir haben viele, viele treue Fans, die Kommentare dann zum Beispiel von der Instagram-Seite gesehen habe, haben schon etliche andere Leute uns verteidigt. Also, Du hast dann das Gute da drin gesehen. Ja, ich glaube, das ist sowieso etwas, womit man dann auch lernt, klarzukommen, dass das im Fernsehen eine Show ist. Also natürlich ist das euer Leben, das ist bei Reality natürlich nochmal anders, als wenn du in eine ganz andere Rolle schlüpfst als Schauspieler. Aber so am Ende ist das natürlich trotzdem eine Show. Ja, und da wird natürlich etwas gemacht, was Unterhaltungswert hat und das bist einfach trotzdem, auch wenn ihr wahrscheinlich mit die authentischste Familie seid und Menschen in euer Leben lasst, trotzdem ist es immer nur ein ganz kleines Fenster und das seid einfach trotzdem nicht ihr mit allem, was da noch so zugehört. Und ne, das kann ich schon ganz gut verstehen, dass das nochmal auch was anderes irgendwie ist. Ne? Ja, aber dann, ich versuche dann halt immer, wenn ich sowas sehe, dass ich dann halt das lese und dann wieder vergesse sozusagen. Also wenn es jetzt eine Freundin ist, die sowas zu mir sagen würde, dann würden wir uns klar darüber unterhalten. Aber wenn jemand was sowas zu sagen hat, dann brauche ich auch nicht meine Zeit damit zu verbringen, mich darüber zu ärgern. Also das ist dann halt so. Das glaube ich. Hast du mal so für dich darüber nachgedacht, wie dein Leben verlaufen wäre, hättet ihr damals nicht die Green Card gewonnen? Ja, da habe ich ab und zu, denke ich darüber nach und
Ich weiß gar nicht, ob ich das Gleiche studiert hätte oder ich weiß es gar nicht. Ich kann es mir irgendwie, ehrlich gesagt, auch gar nicht so richtig vorstellen, wie das halt anders halt sonst gelaufen wäre. Ja. Du warst wahrscheinlich schon kurz vorm Abitur, oder? Als ihr damals ausgewandert seid oder Realschulabschluss oder? Genau. Ja, ich habe gerade die neunte, ich war fast davor, die neunte Klasse fertig zu machen. Und dann haben wir angefangen, das zu planen, umzuziehen. Was ja dann gut war, dass du dann doch nochmal die Highschool machen konntest, weil so kommt man ja dann doch nochmal so in dieses ganze System rein, was ja doch auch sehr anders ist als das deutsche System, oder? Ja, das stimmt. Und es hat auch sehr geholfen, um noch wirklich nochmal Englisch zu lernen, weil ich, wenn ich direkt in die Uni gegangen wäre hier, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das gelaufen wäre. Also du bist nach der Highschool dann auch direkt zur Uni und hast dann was studiert? Ah, genau, ich habe dann Film studiert, ich habe einen Bachelor in Film und einen in Language gemacht. Und was hast du dann danach gemacht, bevor ihr dann, ihr wart ja doch dann zwischen Studium und jetzt Portland doch noch eine Weile in Texas, auch bevor du Charlie bekommen hast, was hast du da dann beruflich gemacht? Ich habe meinen Abschluss gemacht, also in Dallas, und dann sind wir kurz danach nach Austin gezogen. Und dann habe ich da in Film gearbeitet, in der Filmindustrie. Und ich habe eine Freundin, die auch in Film arbeitet, die hat in der Buchhaltung gearbeitet. Und sie hat gesagt, es ist auch ein guter Weg, ein Eingang in die Industrie. Und dann habe ich halt, hat sie mir einen Job angeboten und dann habe ich halt für ein paar Jahre halt mit ihr an verschiedenen Projekten gearbeitet. Und ich meine, ich habe Film studiert und hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich damit da in der Buchhaltung arbeite. Aber das war mir irgendwie dann auch, ich fand's super. Ich fand es auch gut, dass ich nicht 12 Stunden draußen in der Texas-Hitze am Set arbeiten musste, sondern mein Büro hatte. Ich fand es wirklich schön. Ja, und Film ist ja doch ein sehr dynamisches Projekt immer, oder? Das ist ja nicht, wahrscheinlich ja auch viele, viele verschiedene Facetten, die sich ständig ändern. Genau, ja, und es ist halt immer nur projektweise. Also ich habe dann halt für ein Jahr mal da gearbeitet, nur für 3 Monate da gearbeitet. Also es war halt immer was Neues los, was ich eigentlich auch ganz gut fand. Klar, ein Abschied ist immer blöd, wenn man halt ein Jahr zusammenarbeitet als Office oder als Team. Aber dafür ging es dann halt direkt ins nächste Projekt, was genauso gut war. Mhm. Und dann sind irgendwann deine Eltern nach Hawaii gezogen. Und wie war das? Ich meine, das ist ja schon auch nochmal fast wie eine neue Auswanderung, oder? Ist zwar das gleiche Land, aber ist ja doch ein ganzes Stückchen weiter weg. Wie? Ja, das war ein Riesenumzug. Also die sind mit mehr Containern nach Hawaii gezogen, als wir nach Amerika gezogen sind. Von Austin waren es, glaube ich, ungefähr 5 Stunden weg zu meinen Eltern. Und wir waren halt wirklich alle 2-3 Wochenende waren wir bei meinen Eltern übers Wochenende. Das heißt, ihr seid dann schon immer hingeflogen? Das ist ja... Also nein, nach Texas. Also ach so, Texas, ach so, als sie noch in Texas waren, ja. Genau. Und dann sind sie halt umgezogen und dann sind 9 Stunden Flug von Dallas nach Hawaii. Mhm. Dann war es halt erstmal nicht mehr so, jedes Wochenende besuchen. Aber dafür haben wir jetzt einen super schönen Urlaubsplatz, den wir immer hinfliegen können. Und jetzt von Portland sind es nur noch 6 Stunden. Ja, wollte ich gerade sagen, von Portland ist es eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Das ist wahrscheinlich, ob du jetzt Portland, Texas zum Beispiel machen würdest oder Portland, Hawaii, das macht ja gar nicht so einen großen Unterschied aus. Nee, das stimmt. Als ihr dann beschlossen habt, nach Portland zu ziehen, war das gleich so super, endlich raus aus Texas? Oder war das so, ich meine, ihr wart ja dann doch jetzt sehr lange in Texas und auch sehr prägend in Texas. Das war ja so eure erste wirkliche Station hier in den USA, wenn auch Dallas, Austin, verschiedene Orte. Und Oregon ist natürlich dann nochmal total anders als Texas. Wie war das so für dich? Also ich glaube, der Umzug von Texas nach Oregon hat mir schwerer gefallen als der von Deutschland nach Amerika. Echt? Ja, weil
Also so habe ich es zumindest in Erinnerung. Aber weil einfach nur, weil wir haben, ja, wir haben halt so lange in Texas gewohnt. Ja. Ich bin jetzt dieses Jahr, bin ich genau halb, 17 Jahre Deutschland, 17 Jahre Amerika. Das ist bei meiner Tochter jetzt auch. Die ist 8 Jahre, oder wir sind jetzt fast 8 Jahre in den USA und sie war 8, als wir aus Deutschland weg sind. Das ist krass, ne? Wenn man sich das mal so vor Augen hält. Mhm. Ja, das stimmt. Und von den 17 Jahren habt ihr dann wie lange? Ja, wow, 14 Jahre oder wie lange habt ihr dann in Texas gewohnt? Wie lange sind wir jetzt hier? Knapp über ein Jahr, glaube ich. Ja, also fast, also wow. 16 Jahre, ja. Das ist lang. Mhm. Ja, und wir haben halt, in Austin hatten wir unser erstes Haus auch. Und das ist halt was mir wirklich, wirklich schwer gefallen ist, weil es ist nicht nur unser erstes Haus, was natürlich ein Riesending für uns halt auch war, sondern auch wir hatten alle unsere Freunde, die wir halt jetzt wirklich schon auch lange da hatten. Und wir hatten super, super Nachbarn. Die Häuser in unserer Nachbarschaft, die waren mehr so im Style wie in Deutschland, dass man den Gartenzaun nur so halb hat und man kann seine Nachbarn auch wirklich sehen. Mhm. Nicht so wie in vielen Nachbarschaften generell, wo man halt nur so Holzboxen hat sozusagen, was wir jetzt auch haben. Aber Austin ist ja auch nochmal anders als Gesamt-Texas, oder? Liegt das vielleicht auch so ein bisschen da dran? Ja, Austin ist sehr ähnlich von den Leuten her, finde ich, wie in Portland. Ja, ich mache ja so Destination-Specials immer einmal im Monat hier im Podcast. Und im Ende Juni gibt es eine Austin-Special-Folge und die erzählt, dass Austin sehr ähnlich wie Portland ist, musst du dir mal anhören. Und dann haben wir uns nämlich ein bisschen gebettelt, weil sie sagt, nee, Austin hat immer gesagt, keep Austin weird. Genau. Und ich habe gesagt, nee, das war Portland. Ja, ich glaube, das haben wir auch schon öfters gehört, dass Leute von beiden sagen, wir waren die Ersten. Total witzig, weil also das hat, glaube ich, sehr viel Ähnlichkeit. Ne? So ein bisschen vom Charakter von der Stadt, von den Breweries und so von dem Lifestyle her. Ja, hat sie auch gesagt. Cool. Ja, also so vom Umziehen her war es dann auch jetzt gar nicht so viel anders, so in dem Sinne halt. Aber es ist halt, klar, es regnet hier mehr als in Texas, aber es ist halt öfters auch grau. Aber ich finde leichte Untertreibung, aber... Also als uns damals jemand gesagt hat, wir sind ja dann von Charlotte nach Portland gezogen und da haben die, weiß ich noch, die gesagt, Portland regnet und ich immer, ja, klar, Regen, also come on, wir sind Deutsche, wir wissen, was Regen ist. Und dann waren wir in unserem ersten Jahr in Portland und das fing Schlag nach Halloween an zu regnen und das hörte, glaube ich, Anfang Mai wieder auf und gefühlt, aber das war auch ein sehr extremes Jahr, glaube ich, und gefühlt hat es dazwischen keinen trockenen Tag gegeben, haben wir gedacht, okay, das meinten die mit Regen. Okay, also es regnet wirklich öfters mal. Ja, also zumindest sehr viel mehr als in Texas, ne? Oh ja. Mhm. In Texas hat es zwar auch natürlich geregnet, aber das war dann mehr so ein, es schüttet jetzt für die nächsten 20 Minuten und dann sind wir erstmal wieder fertig. Stimmt, ach, ich erinnere mich, da habt ihr auch oft so Hochwasser gehabt vom Lake und sowas. Genau, ja, hier ist dann mehr so ein, es regnet so ein bisschen durch. Ja, ist ja auch nie so richtig doll, sondern das ist ja mehr so nieseltrist, so November-Shit-Wetter ungefähr. Genau. Aber ich meine, hey, come on, du hast eine Adresse auf Hawaii. Das heißt, wenn es dir dann zu wild wird, kannst du den Flug buchen. Machst du das öfter mal, dass du dann echt mal so rüberfliegst und sagst so, ich bin mal für eine Woche Sonne tanken? Ja. Also vor Charlie haben wir das öfters gemacht. Wir waren im Februar bei meinen Eltern und wir haben gemerkt, dass ein 6-Stunden-Flug mit einem Zweijährigen sich viel länger als 6 Stunden anfühlt. Das stimmt. Eigentlich öfter machen, dann gewöhnt er sich da mehr dran. Das kann ich dir als Tipp sagen, weil das haben wir nämlich mit unseren Kindern gemacht, als die klein waren. Da sind wir so viel wie möglich geflogen und dann war das fast so wie
als hätten die eine Beruhigungstablette genommen, sobald die in die Nähe eines Flughafens gekommen sind. Und das war genau das Gegenteil, wie das bei anderen Kindern war. Das war weniger dieses Excitement und Beschäftigen, sondern eher so, okay, ich habe so meine Routine. Und das war echt bemerkenswert. Also eher öfter machen als weniger, kann ich da nur so als Tipp geben. Okay, dann müssen wir wohl noch mal bei. Der nächste Winter kommt bestimmt, warte ab. Bestimmt. Aber was ich fragen, also meine Frage ging natürlich dahin, war Texas wirklich das Zuhause? Ne? Also war das wirklich so, wenn du jetzt so sagst, Zuhause, ist das wirklich Texas so im tiefen Herzen oder ist das Deutschland noch? Oder was ist so für dich echt so richtig zu Hause? Gute Frage. Also ich würde, ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich sagen würde, Deutschland ist mein Zuhause. Na, ich würde eher sagen, Deutschland, ich weiß es nicht. Das muss ich nochmal überlegen, ob ich das wie, was ich jetzt wirklich als Zuhause beschreiben würde. Weil das finde ich jetzt gerade so für Menschen, die ausgewandert sind, eine echt interessante Frage, ne? Ja. Was ist, gut, Heimat ist klar, aber was ist so zu Hause? Und ich finde das auch ganz schwer zu beantworten. Ich habe jetzt kürzlich einen ganz interessanten Podcast aufgenommen mit einem deutschen Pastor, der hat das sehr schön formuliert. Der hat gesagt, zu Hause kreiere ich mir selber. Oh, okay, ja. Man sagt ja immer so, where your heart is, aber das finde ich ist so abgedroschen irgendwie. Ja. Wo meine Familie ist, ja klar, ne? Also da, das ist auch logisch, aber so, ich finde so als Auswanderer hat das immer noch mal so eine tiefere Bedeutung, oder? Ja, also ich ab und zu habe ich auch wieder so Tage, wo ich das wirklich vermisse. Also Texas. Und ich glaube, das ist halt, wie ich auch gesagt habe, das war unser erstes Haus, das waren unsere Nachbarn, unsere Freunde, das war halt, wir hatten wirklich uns wirklich was Schönes aufgebaut da. Und wir sind im November vor Covid, genau vor ein paar Monate vorher hierher umgezogen. Mhm. Und das heißt, wir hatten noch gar nicht so richtig die Chance, klar, wir haben uns eingelebt, aber wir haben halt noch nicht so viele Leute hier kennengelernt, weil wir halt jetzt nicht so wirklich was unternehmen können, wo wir halt wirklich Leute treffen würden. Und es ist auch eine völlig andere Mentalität, darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Ja. So dieser Pacific Northwest Mensch ist wirklich so ein bisschen eher so vom Typus her, ich will mich jetzt nicht in Nesseln setzen, aber ich spreche auch aus Erfahrung, ja, ist eher so ein bisschen wirklich europäisch oder deutsch, ne? So ein bisschen, das braucht so ein bisschen, bis man damit läuft. Hingegen in Texas habe ich jetzt noch nicht gelebt, aber ich weiß es so von North Carolina. Da hat man natürlich dieses Southern Hospitality, da sind die Leute sofort offen. Im Gegenteil, die kommen auf dich zu und holen dich richtig, ne? Wenn die irgendwas in deiner Community machen, dann komm du und hier, mach mit und so. Und das ist natürlich in der Portland Metro Area, braucht man da so ein bisschen mehr Zeit, glaube ich. Jo. Ja, das ist ein anderer Typus Mensch auch. Ist das bei deinem Mann bei der Arbeit auch ähnlich? Also er hat bei seiner Arbeit, er arbeitet in einem kleinen Team und die sind wirklich alle sehr eng. Also da wird viel natürlich auch geredet und er hat einige Arbeitskollegen, mit denen er auch schon wandern gegangen ist. Also bei ihm von der Arbeit her ging das eigentlich ganz, ganz easy für ihn. Aber für Charlie und mich, wir sind halt, sagen wir mal, nur zu Hause, in Anführungsstrichen so. Wir unternehmen zwar was, aber halt, ich fand das auch früher, wenn man einen Job hat oder halt in die Schule geht, dann ist es, glaube ich, immer ein bisschen einfacher, Leute kennenzulernen, anstatt auf den Spielplatz zu gehen. Mhm. Klar lernt man da halt auch andere Eltern kennen, aber wie du schon sagst, ich habe auch, als wir hergezogen sind, bin ich halt mit Charlie auf den Spielplatz gegangen und habe den Leuten halt alle Hallo gesagt, weil man das in Texas so gemacht hat. Und da habe ich auch ganz oft einfach nur so einen Blick zurückbekommen oder so ein kurzes Nicken und das war es dann auch. Das fand ich dann auch so, okay, gut, dann halt nicht. Ja, nee, man unterschätzt das
Amerika nicht Amerika ist, ne? Das ist immer mein absoluter Lieblingsspruch. Das ist ein Unterschied, ob du irgendwo in Süditalien bist oder in Norwegen, ne? Und Portland ist eher so Norwegen. ohne das jetzt irgendwie, aber das ist, glaube ich, liegt am Wetter ein bisschen. Das liegt daran, dass die Mentalität wirklich auch eine andere ist. Und so dieses auch North, South Carolina, vermutlich auch Texas, ist wirklich eher so Südeuropa, ne? Wo die Leute so eher einladend sind, draußen leben, sich treffen und so. Das ist einfach eine ganz unterschiedliche Mentalität, verstehe ich total gut. Ändert sich aber, glaube ich, wenn der dann in die Schule kommt. Wie alt ist euer Sohn jetzt? Der ist im Januar 2 geworden. Ah ja, dann geht das ja auch bald los, dann ist das meistens, ändert sich das da, Gott sei Dank, ne? Das ist dann bei uns schon, wenn die Kinder so ganz aus dem Haus sind, dann nochmal anders, ne? Dann hat man so keine Verknüpfungspunkte mehr. Aber so Schulzeit ist eigentlich immer noch eine, zumindest so Grundschulzeit ist meistens immer noch so ein, wo man ganz schnell auch Leute kennenlernt und in Kontakt kommt und so weiter. Ja. Würde es denn mal die Möglichkeit bestehen, auch für euch wieder nach Deutschland zurückzugehen oder mal eine Zeit nach Deutschland zu gehen? Da haben wir uns schon drüber unterhalten und wir würden eigentlich beide, wenn wir die Chance haben, würden wir wirklich gerne für ein paar Jahre nach Deutschland gehen. Ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen, aber ich würde es total gut finden, wenn wir das wirklich für ein paar Jahre machen können. Einfach nur damit Koman auch mal wirklich in Deutschland auch wohnt, und ich glaube, wenn wir da wohnen würden, würde er Deutsch eigentlich auch recht schnell lernen können. Und einfach mal für Charlie finde ich es auch wichtig, dass er mehr versteht oder so halt, wo ich auch bin, oder das ist so halb sein Zuhause oder sein so halt ist. Müssen wir halt mal gucken, ob wir das irgendwann mal hinbekommen. Und wenn nicht, haben wir schon gesagt, dann schicken wir Charlie auf jeden Fall, machen wir so einen Austausch, nach Deutschland, wenn er halt alt genug ist. Ja, finde ich gut. Also ich finde auch toll, dass du mit dem Deutsch sprichst. Dein Bruder ist da, glaube ich, ein bisschen anders, gell? Der hat doch sehr diesen amerikanischen Weg gewählt, was ja auch ganz verständlich oft ist. Ja, und er war, wie alt war er denn? 14, glaube ich, 13, 14, als wir ausgewandert sind. Und ich glaube auch, dass vielleicht, weil er vielleicht noch ein bisschen jünger war, dass er das auch, also er hat auch mehr diesen Texas-Akzent, wenn er Englisch spricht, als ich. Und er hat das irgendwie bei seinen zwei Jungs nicht so richtig hinbekommen, dass er halt nur Deutsch mit denen redet. Ist, glaube ich, auch als Mann schwieriger. Ist, glaube ich, echt ein Unterschied, wenn du so wirklich fast den ganzen Tag mit deinem Kind verbringst, als wenn du dann nur abends nach Hause kommst. Also mein Mann ist ja auch gebürtiger Kroate und der konnte das auch nicht. Also ich habe ihm das immer vorgeworfen, warum er nicht unseren Kindern Kroatisch beigebracht hat, weil stell dir vor, ja, die könnten jetzt Deutsch, Kroatisch und perfekt Englisch und alles muttersprachlich. Wie toll wäre das denn, ne? Ja. Aber das ist, glaube ich, nochmal echt schwieriger, wenn du das so als Mann machst und dein Bruder, zumindest so, was man aus dem Fernsehen gesehen hat, war ja auch beruflich viel unterwegs. Das ist dann gar nicht so einfach, ne? Nee, das stimmt. Und dann, klar, Kuhn und ich reden halt Englisch untereinander. Und das ist halt auch, also Charlie hört auf jeden Fall sehr, sehr viel Englisch. Auch wenn ich den ganzen Tag mit ihm zusammen bin und nur mit ihm Deutsch rede, hört er trotzdem noch sehr viel Englisch. Und ich, im Moment sagt er auch mehr Wörter auf Englisch als auf Deutsch. Er versteht das Deutsche, aber er sagt es mehr auf Englisch. Ja, aber das ist schon toll, wie du das machst, auf jeden Fall. Und ihr habt ja auch in Portland deutsche Schule und es ist ja sehr viel. Portland hat ja auch eine riesen deutsche Community, ne, im Vergleich zu anderen Gegenden. Also das ist natürlich auch ganz toll. Hast du mittlerweile die Dual Citizenship beantragt oder bist du immer noch auf einer Green Card dort? Nee, ich bin immer noch auf Green Card. Ich hab das so ein bisschen hängen gelassen und ich bin jetzt gerade dabei, endlich unsere Hochzeit in Deutschland auch eintragen zu lassen. Und wenn der ganze Papierkram und so durch ist, dann fange ich, glaube ich, mal damit endlich an. Ja, hat sich jetzt alles durch das ganze Covid-Zeugs total verschoben. Ja, was sind so deine Pläne? Jetzt hast du ja 2 Bachelor gemacht und
hast ja auch parallel quasi verfolgt, was deine Eltern ja auch für eine Medienkarriere hingelegt haben. Mhm. Und ja auch nicht nur das, sondern die haben ja auch Businesses quasi dabei oder Projekte dabei aufgezogen. Was ist so das, was dir so vorschwebt? Was ist so deine, hast du so eine Idee davon, wo du so hin möchtest? Ich bin mir da gar nicht, noch gar nicht so sicher. Das ist so was, womit ich mich schon seit einer Weile beschäftige, weil Charlie ist jetzt auch alt genug, dass wir ihn jetzt auch, ich glaube, sehr bald auch mal in entweder in die deutsche Schule bringen oder halt in ein Daycare. Ja, und dann heißt es, dann ist die Frage, was mache ich? Und ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich schaue mir immer mal online an, was es so für Jobs draußen gibt, was es vielleicht gibt, was mit Deutsch zu tun hat. Du hast halt auch eine wahnsinnige Followerschaft, ne? Also das ist ja auch was, was man ja durchaus nutzen könnte, ne? Ja, muss ich mal schauen. Ich bin mir da nicht sicher, oder ob ich vielleicht versuche, in der deutschen Schule oder so zu arbeiten, weil ich finde, mir ist es auch wichtig, dass ich auch oft Deutsch reden kann, nicht nur übers Telefon meinen Eltern oder mit Charlie, sondern dass ich auch wirklich Leute habe, mit denen ich mich auch so treffen kann und auf Deutsch reden kann. Und das so vielleicht sowas in die Richtung würde ich gerne machen. Also man hört schon, dass du immer noch sehr verankert bist in dem Deutschen und in der deutschen Kultur. Was machst denn du so für Traditionen noch, Deutsche? Finde ich auch immer spannend, wenn jemand ausgewandert ist. Ich weiß es gar nicht. Also was mir jetzt so einfällt, ist, dass wir halt über Weihnachten macht man ja Adventskalender und sowas in Deutschland. Das machen wir mit Charlie. Das habe ich auch schon mit Komen vorher gemacht. Ich habe ihn dann jedes Jahr einen Adventskalender gebastelt. Das haben wir halt jetzt auch mit Charlie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwas anderes machen. Nikolaus, St. Martin, gibt es Ostern. Ne, da gibt es ja so ein paar Geschichten, die so sehr speziell sind, gerade auch in der deutschen Kultur. Ja. Muss ich mal ein bisschen Research machen, glaube ich. Ich glaube, jetzt auch, da Charlie halt ein bisschen älter ist und auch Sachen mehr versteht, muss ich mich da, glaube ich, wirklich mal ein bisschen mehr reinhängen. Aber lebst du die noch so, diese wirklich deutschen Bräuche? Du hast ja auch noch, glaube ich, Freunde, mit denen du eng in Kontakt bist in Deutschland. Also ist das noch so ein Thema? Also zum Beispiel habe ich jetzt gerade von meinen Eltern frohe Pfingsten gewünscht gekriegt und ich so, hä, Pfingsten? Ne? Was ist das? Kennt man hier nicht. Ne? So, das hat mir so gar nichts irgendwie, also war natürlich eine nette Geste, aber hat mir so gar nichts gesagt. Was feiert ihr noch so in eurer Familie? Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie sowas Bestimmtes, so Traditionelles machen. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas so wirklich machen, außer so die normalen Sachen halt, die es natürlich hier auch gibt. Thanksgiving, Weihnachten. Ja, also Thanksgiving bin ich jetzt, sind wir mal, ist Komens absoluter Lieblingsfeiertag. Und da machen wir halt ein bisschen mehr, so wie wir halt an Weihnachten ein schönes Essen oder so halt machen, machen wir dann halt auch an Thanksgiving. Aber ja, also ich freue mich immer jedes Jahr auf Weihnachten, weil ich die Weihnachten schön finde. Und Weihnachten in Portland kann ja sogar weiß sein, ne? Das ist ja nochmal anders als so in Texas irgendwie. Ich glaube, das war letztes Jahr ja sogar, ne? Das weiße Weihnachten in Portland. Das kann ich mir, ja, das hat schon was. Könntet ihr euch denn auch vorstellen, mal nach Hawaii dann zu gehen, um näher bei deinen Eltern zu sein? Ich glaube nicht. Wir gehen wirklich gerne nach Hawaii, um meine Eltern zu besuchen und Urlaub zu machen. Aber ich glaube nicht, dass wir hinziehen würden. Das ist halt sehr weit weg, ne? Dann auf so einer Insel. Jetzt was würdest du deinen Menschen so mitgeben? Ich meine, jetzt warst du ein Teenager, der sozusagen
schon eine gewisse Reife hatte. Das heißt, du hast diese ganze Auswanderung ja wirklich auch total bewusst erlebt. Bewusster vielleicht noch so als dein Bruder oder auch so meine Kinder, die waren 8 und 12. Ne? Was würdest du denn so Menschen, die jetzt an der Stelle deiner Eltern sind, mitgeben aus deiner Perspektive? Weißt du, wie ich das meine? Also worauf müssen Eltern achten, wenn sie mit ihren Kindern auswandern? Das war so das Erste, was mir so in den Kopf kam, was ich unbedingt dich fragen möchte. Was kann man als Eltern besser machen, wenn man mit Kindern ja vielleicht auch so umzieht oder auch in ein anderes Land umzieht? Was ist so aus deinem Blickwinkel gut gelaufen, was ist aber auch nicht gut gelaufen? Also ich würde auf jeden Fall wirklich darüber sprechen. Und ich meine, das ist für die Eltern wahrscheinlich auch ein bisschen so, okay, ein bisschen schwierig, weil sie wollen das natürlich machen, aber sie haben ja auch die Kinder dann, an die sie denken müssen. Meine Eltern haben sich darüber mit uns unterhalten und auch uns gefragt, ob wir das gut finden, ob wir das möchten. Zum Glück haben wir ja gesagt. Ich weiß gar nicht, was sie gemacht hätten, wenn wir nein gesagt hätten. Ja, man kann ja schon auch manipulativ sein. Ne? Man macht vorher, wir haben das auch gemacht, wir haben einen tollen Urlaub gemacht mit Grand Canyon und Pipapo und dann haben die natürlich, ja, oh, cool und da kam ein großes Haus und so. Man kann das natürlich schon auch manipulieren. Ja, das stimmt. Also ich glaube, vor allem, wenn Kinder auch noch jünger sind, dann wird es von denen wahrscheinlich auch eher so als neues Abenteuer gesehen. Mhm. Wir haben vorher, bevor wir ausgewandert sind, hatten wir noch Englischunterricht bekommen. Da kam jemand zu uns nach Hause und hat uns ein bisschen noch geholfen. Das fand ich auch gut, weil wir wussten ja, dass wir in ein Land ziehen, in dem wir die Sprache nicht kennen oder können. Und das hat nochmal so ein bisschen auch geholfen, glaube ich, dass wir uns auch so sicherer fühlen und dass wir uns vielleicht auch ein bisschen besser verständigen können. Mhm. Das fand ich halt wirklich gut. Und was wäre so aus der Kategorie, das war vielleicht nicht so gut, das würde ich so im Nachhinein anders empfehlen? Ich meine, natürlich machen wir, also wir haben bestimmt auch ganz viele Fehler gemacht, wo man so zurückblickt und sagt, Mensch, das hätte man vielleicht anders länger bleiben können oder das vorbereiten können oder sowas. Gab es da für euch auch etwas, wo du so zurückgeblickt hast und so denkst, puh, das war eine ganz schöne Herausforderung? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Ich weiß nicht, am Ende fand ich die Klingezeit sehr schnell, aber ich glaube, das ist ja generell so. Ich meine, das war jetzt nicht so, oh, wir ziehen in 3 Monaten um. Das war natürlich schon, wir hatten natürlich schon Zeit, uns darauf vorzubereiten. Aber ich weiß nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es war halt ein bisschen schnell am Ende, aber ich glaube einfach nur, vielleicht habe ich das auch einfach nicht so richtig so, ja, das ist in einem Jahr, da habe ich noch Zeit. Vielleicht habe ich das so ein bisschen immer so abgebrusht, dass ich mich vielleicht noch nicht damit beschäftigen wollte. Aber ich weiß nicht, also ich weiß, dass eigentlich hatten meine Eltern geplant, dass wir das so machen, dass wir so wie ganz früher, dass wir erst nach New York gehen und halt so in Amerika ankommen. Und das haben wir am Ende nicht geschafft, ich glaube aus zeitlichen Gründen. Aber hätte ich vielleicht gar nicht schlecht gefunden, weil man lernt es ja auch in der Schule, wie das früher war. Und es ist Ellis Island, glaube ich, oder? Mhm. Und das haben wir später, sind wir nochmal dahin gegangen. Aber vielleicht sowas wäre gar nicht schlecht gewesen. Das ist noch richtig so eine, wie so eine... Das Zelebrieren so ein bisschen. Genau. Mhm. Das ist so richtig so, dass man das Ankommen feiert vielleicht und nicht nur direkt in diesen Stress, okay, wir müssen jetzt ein Haus kaufen, wir müssen jetzt einen Job finden, wir müssen jetzt auf die Schule vorbereiten, halt sowas halt. Mhm. Bist du so froh so im Nachhinein, dass ihr das vom Fernsehen habt begleiten lassen, dass deine Eltern, ich meine, die wussten ja auch nicht damals, wo das so hinführen würde, ja, aber bist du so froh über die Erinnerung oder denkst du, das ist schon krass, dass all meine ganze Geschichte da im Fernsehen jeder angucken kann? Oder ich finde, das war das größte super. Glück. Ja, ich finde das gut. Und genauso hat das auch angefangen. Das sollte eigentlich nur ein, zwei Mal gefilmt werden.
Einmal die Einreise und dann nochmal ein halbes Jahr später, wie läuft es jetzt? Und aus dem Grund hatte meine Mutter auch gesagt, wir lassen uns das machen, weil das ist eine schöne Erinnerung für später. Mhm. Wir sind nämlich alle vor der Kamera und nicht einer, der dann immer filmt. Und ja, und jetzt haben wir diese ganzen Jahre gefilmt und können wirklich auch ja, uns die Sendung angucken, wie wir das erste Mal, also ja, wie wir halt ausgewandert sind. Ja, und das ist krass, ne? Das sind ja Momente, die wahrscheinlich keiner so und so aufgenommen hätte, ne? Genau. Nee. Sagst du es mal deinem Sohn irgendwann? Hast du das so als Mediathek sozusagen, dass du das irgendwann mal dem Charlie zeigen kannst? Oh, das zeige ich ihm bestimmt irgendwann mal, ja. Das aber ich schaue die Sendung gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht gerne an, weil ich mich nie sehen möchte, was ich wieder gesagt habe, was ich wieder anhatte, solche Sachen halt. Ja, das kann ich verstehen. Das ging mir mit den ersten Podcasts auch so. Die konnte ich mir nicht anhören. Das wird aber immer besser. Das ist dann schon komisch, wenn man sich so selber hört, ne? Und dann denkt man, was hast du da jetzt wieder gesagt? Und oh, das hätte sie jetzt anders sagen können oder so. Ja, das verstehe ich voll. Aber auf der anderen Seite ist es einfach eine unheimlich schöne Erinnerung, ne, die man dann so hat. Und es hat euch natürlich als Familie ja auch nochmal ganz viel, ja, eine ganz andere Richtung gegeben, ne? Ja. Irgendwie. Ja, wer weiß, ob wir jetzt immer oder meine Eltern immer noch in Gainesville wären. Hast du auch so dadurch profitiert? Also hat sich beruflich auch für dich dadurch was ergeben? Irgendwelche Aufträge oder Vorteile oder sowas, wo du sagst, das war für mich jetzt echt so ein Sprungbrett, mein Bekanntheitsgrad? Beruflich eigentlich eher nicht. Ich mache halt für so ein paar verschiedene Sachen auf Instagram Werbung, aber das ist auch alles. Und das, ja, das finde ich auch okay. Also ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn wir jetzt, sagen wir, wirklich wieder nach Deutschland zurückziehen würden. Vielleicht würde das dann in irgendeiner Weise helfen, aber so ist es, ja. Ja, bestimmt. Also das stelle ich mir echt mal so einfach mal so in die Zukunft geschaut. Du würdest jetzt nach Deutschland gehen und jeder kennt dich da oder zumindest ganz viele kennen dich da. Ja. Das ist schon krass, oder? Ja, das stimmt. Ich habe das mit dem Paul Ripke im Interview auch gehabt. Der ist ja in Deutschland auch extrem bekannt, hier in den USA auch, aber natürlich nicht bei weitem wie in Deutschland. Und der hat das auch nochmal so beschrieben, dass das einfach eine ganz andere... Ja, dass er das genießt, hier sozusagen sein Leben zu haben, aber dass in Deutschland er natürlich auch diesen amerikanischen Traum sozusagen immer verkauft und dass das auch sein Erfolgsrezept ist dann für das, was er in Deutschland so macht. Ne? Ja, spannend, 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 Janina. Was würdest du Menschen mitgeben wollen? Also jetzt bist du, du kennst beide Welten, du kennst das Auswandern, du kennst wie es ist, durch so eine Filmmaschinerie zu gehen oder im Positiven, ja? Also du weißt, was das verändert hat. Was würdest du Menschen mitgeben wollen von deiner Perspektive? Also im Schutz, aber auch im Inspirieren, also was würdest du Menschen gerne mit an die Hand geben wollen, die auch so einen Schritt wagen möchten, die auch ins Ausland gehen möchten oder auch schon im Ausland sind? Gibt es irgendetwas, was du von deiner Seite gerne Menschen mit an die Hand geben möchtest? Eigentlich einfach nur, dass wenn man sowas machen möchte, auch wenn es ein Riesenschritt ist, in ein anderes Land zu ziehen, wenn man es schafft, also wenn man das wirklich kann, dann soll man die Chance nutzen. Man kann ja immer wieder zurück, also nach Deutschland gehen, wenn es nicht klappt oder wenn man es nicht mag, man kann immer wieder nach Hause gehen. Aber man würde es ja bereuen, wenn man es nicht ausprobieren würde. Also würde ich sagen, einfach los. Einfach machen. Gab es bei euch mal in der ganzen Auswanderung so einen Moment, wo es echt zur Diskussion stand, wieder zurückzugehen? Nein, gab es gar nicht. Da hatten wir, glaube ich, eigentlich Glück gehabt, dass es wirklich so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, und dass es das Richtige auch ist, ne? Ja, also, genau. Das weiß man ja auch vorher nicht, wenn man so einen Schritt macht. Wird einem das wirklich gefallen? Kann man zu den Menschen connecten?
Ne, das ist ja auch ein anderes Klima, wenn du so sagst, Texas 40 Grad über Monate. Ne, das ist ja alles auch etwas, wo man erstmal so gar nicht weiß. Ist ja anders, als wenn man im Urlaub ist. Ne? Also genau, ich erinnere mich, wir sind am Anfang erstmal nur monatelang gereist, um so für uns den richtigen Platz zu finden, weil das total anders ist, wenn du in Urlaub irgendwo hinfährst. Dann fährst du natürlich in Grand Canyon und Bryce Canyon und Yellowstone und so weiter. Aber wenn du einen Platz zum Leben suchst, dann gehst du dahin, wo du leben kannst. Und das ist wahrscheinlich nicht das, wo du vielleicht auch Urlaub machst. Ne? Genau. Und das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Und dann weißt du, dann kennst du die Gegenden nicht und du weißt natürlich gar nicht, was kommt da jetzt so auf dich zu und wie kommt man mit was weiß ich, Wetterkatastrophen zurecht oder ne, mit politischen Änderungen oder sowas. Ne? Das sind ja also Dinge, die in Deutschland ja extrem stabil sind, sage ich jetzt mal, ne? Aber nicht selbstverständlich auch im Ausland. Ja, das stimmt. Würdest du dich mehr so als Deutsche oder als Amerikanerin jetzt bezeichnen? Also ich würde mich als Deutsche bezeichnen, aber... Komen hat schon ab und zu mal gesagt, dass er findet, dass ich mehr und mehr amerikanisch werde. Und dann schaue ich ihn immer ganz entsetzt an und sage, was? Nein? Dann muss ich vielleicht doch mal wieder ein paar deutsche Traditionen raussuchen. Wie süß. Vielleicht wird er auch Deutscher. Oder so. Und ihr nähert euch dann irgendwie an. Ah, wunderbar. Liebe Janina, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Für den, dass du uns auch mit in dein Leben genommen hast. Sonst geht es ja meistens immer ein bisschen mehr um deine Eltern und heute sollte es ein bisschen mehr mal um dich gehen. Und natürlich findet ihr auch alle Informationen in den Shownotes und wie hast du es gerne, dass Menschen über Instagram Kontakt zu dir aufnehmen, wenn sie möchten oder was ist so dein Medium? Ja, Instagram ist eigentlich immer gut. Na? Und ja, danke für deine Zeit, für dein Insight in dein Leben. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Grüße nach Portland. Da steckt ein Stück Herz von mir auf jeden Fall noch. Tschüss, Janina. Tschüss. Ja, und zack, schon wieder ist so eine Folge um. Ich fand, es war ein ganz toller Einblick in das Leben eines Auswandererkindes. Auch mal ein ganz anderer Blickwinkel, denn bisher habe ich hier immer nur Gäste im Podcast gehabt, die selber die Entscheidung getroffen haben. Und daher fand ich das ganz toll, mal Janinas Geschichte zu hören, wie sie als Jugendliche, als Heranwachsende diese Auswanderung erlebt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich unfassbar freuen, wenn ihr mir einfach mal schreibt, wie euch der Podcast gefallen hat, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht auch nicht gut fandet oder was ihr euch auch in Zukunft in diesem Podcast wünscht. Lasst mich das wissen, liked, kommentiert, subscribed diesen Podcast und nächste Woche geht es mit einer neuen Folge natürlich auch schon wieder weiter. Schön, dass du da bist, deine Monique.